Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine Buchrezension für euch. Und zwar geht es um Petra Röwers Buch Der Duft von Schnee. So sieht das aus. Und zwar ist es der erste Teil des Seasons of Love-Reihe. Da hatte ich die Petra Röwer angeschrieben, ob ich das Buch rezensieren darf. Und das hat sie mir gerne zugeschickt. Ich hatte auch netten Kontakt vorher mit ihr. Recht herzlichen Dank, liebe Petra. Und ja, du wartest jetzt sicher gespannt schon, oder und auch ihr wartet gespannt schon auf die Rezension dazu. Erstens mal das Cover. Sieht einwandfrei aus, total klasse gestaltet und ja, einfach super. Um was geht es in dem Buch? Es geht um Eileen, die ist in Irland geboren, ist aber nach England gezogen. Wohnt dort in einem Haus mit ihrer besten Freundin Brenda und ihrem Freund Adam. Aber sie will da aus dem Haus wieder ausziehen. Hat auch schon eine Wohnung in Aussicht. Aber der Verwalter sagt ihr leider Gottes ab. Obwohl sie alles schon gepackt hat in einen Umzugswagen und alles drum und dran. Jetzt überlegen sie, wo kann sie hin? Erst überlegt ihre Freundin Brenda, dass sie bei ihr und Adam wohnen kann. Aber dann kommt Adam auf die Idee, dass sie doch gerne bei ihrem, bei seinem Freund Cole wohnen kann. Er sucht auch jemanden, der mit da praktisch eine WG macht. Ja, sie ist erstmal am Anfang nicht sehr begeistert, aber findet die Wohnung ganz, ganz, ganz toll und ja, hat auch Arbeit in einer Bar gefunden dort, gar nicht weit von der Wohnung entfernt. Und ja, am Anfang ja, wissen sie beiden eigentlich erstmal nicht, was sie von sich selber halten sollen. Ja, Eileen ist fasziniert von Cole, aber dann geht es auf die Weihnachtszeit zu und ihre Freundin Brenda und sie gehen noch Weihnachtseinkäufe machen und dort sieht sie ihn mit einem anderen Mädchen. Sie spricht ihn auch daraufhin an. Und ja, dort stellt sich heraus, dass die Ex-Freundin von ihm ist und dass sie auch fast verheiratet gewesen wären. Und dass sie ihn halt auch angedroht hat, wenn sie Schluss macht, wenn er Schluss macht und so weiter und so fort, bringt sie sich um. Und ja, jedenfalls darauf führt es hinaus. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, ja, müsst ihr das selber lesen. Also ich bin total begeistert. Also ich würde auf jeden Fall 5 von 5 Sternen geben. Ich werde mir auf jeden Fall die anderen Teile auch noch besorgen. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 Teile, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war's eigentlich zu meiner Rezension und ich hoffe, liebe Petra, ich hoffe auch euch, gefällt es und dann bis beim nächsten Video. Ciao!